Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Wir haben es im letzten Part endlich geschafft, Ashley zu befreien und sind jetzt mit ihr gemeinsam auf der Flucht Richtung Ausgang des Dorfes, wo ein Hubschrauber auf uns warten soll. Ja, momentan versteckt sich die Präsidententochter ja gerade hier in dieser Tonne da, weil ich ja nämlich erstmal hier vorhabe, ein paar fiese Typen abzuballern, ohne dass sie ja dabei irgendwie Ashley versehentlich entführen. Und hier haben wir erstmal wieder Sturmgewehr-Munition. Und hier sehe ich auch noch einen Zettel. Sarah und der andere, die andere. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt er alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater, der Jäger, in dieser Gegend war, gezeigt hat. Sicher versteckt er unser Eigentum irgendwo im Wald. Wäre sein Großvater noch am Leben, könnte er helfen, Sarah zu finden. Aber wie hat er von dem Ei in seinem Körper erfahren? Dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor der Parasit geschlüpft ist, ist besorgniserregend. Was mir auch Sorgen macht, ist, dass Louis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zufall gewesen sein. Es muss noch jemanden geben. Um die Lage zu klären, müssen wir Louis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihn ein weiteres Ei injizieren. Dann wird derjenige, der hinter all dem steckt, schon reden. Wer unsere Pläne durchkreuzt, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Interessant. Ja, Louis. Den kannten wir ja auch noch. Louis Serra, der sogenannte Ex-Polizist aus Madrid. Ja, der war anscheinend also auch mit diesem Parasiten infiziert, aber konnte sich irgendwie davon befreien. Das ist doch sehr, sehr interessant. Vielleicht kann er uns dabei auch irgendwie helfen. Aber erst einmal müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier diese Typen aus dem Weg räumen, und du bist der Erste. Oh. Schon tot? Wow. Muss ich schon sagen, also Red 9, du bist echt das geilste Stück überhaupt. Ah, fuck. Alter. So, okay, geschafft. Oh, oh, Alter, wo kommt die, Alter, auf einmal her? Mann, ey. Manche tauchen aber auch echt einfach mal so aus nichts auf. Das ist ja echt nicht zu fassen. Mal hier ein bisschen Abstand gewinnen. Schön ruhig zielen. Oh, oh, nachladen. Wäre natürlich auch in dem Sinne nicht verkehrt. Und jetzt zerpefft er endlich nochmal durch den Scheißteil. So, geht doch. So, was ist mit dem anderen? Ist der tot? Ja, der ist tot. So, hier waren ja noch weitere von denen. Zum Beispiel da oben. Die ist dort. So, und hier kriegst du erstmal einen schicken Header. So, sehr gut. Ja. Ja, bei manchen ist es allerdings doch ein bisschen schwer zu erkennen, wie weit die jetzt eigentlich schon mit der Infektion hier fortgeschritten sind, dass da diese Parasiten rausschlüpfen können. Da muss man immer schon ein bisschen auf die Augen achten. Wenn die so ein bisschen orange-rot leuchten, dann weiß man ja schon, die sind schon so weit, dass da dieses komische Teil aus ihren Köpfen rauskommt. So, hier sind hier erstmal ein paar neue Sachen versteckt. Sehr gut. Nehmen wir jetzt erstmal hier noch die ganze Munition mit. Oh, und ein Kraut. Kann ich mich ja mal wieder heilen, das ist auch gut. Klar, so, dann nehmen wir das hier noch mit. Ja. Ja, was dann Heilung für Ashley betrifft, da würde ich mal sagen, werde ich eigentlich hier erstmal eigentlich auch sogar die ganzen Mittel geben, wo das gelbe Kraut drin ist. Es könnte nämlich ja sehr, sehr hilfreich sein. Ja, weil das ist nämlich ja bei Leon ja so, dass er immer so seine Lebensleiste immer so um ein Drittel von diesen komischen Abschnitten hier von der Lebensleiste immer erweitert. Bei Ashley hingegen, die kriegt immer sogar eine gesamte Einheit nochmal vollgefüllt, wenn sie ein gelbes Kraut zu sich nimmt. Weshalb es ja bei ihr eigentlich ja recht nützlich wäre, um sie wenigstens auf volle Energie schon mal zu bringen. Weil
Alles klar, so, hier haben wir erstmal hier noch Pistolenmunition und ja, mehr haben wir auch hier, denke ich mal, nicht. So, ich hoffe mal, ich habe jetzt hier wirklich auch alle aus dem Weg geräumt. Natürlich nicht, da ist noch so ein Typ. Und zack. So, ich hoffe mal, er kommt mit seiner blöden, komischen Axt hier nicht bei mir an. Aber so wie es aussieht, nein. Ja, so, jetzt kommen wir nicht hier runter. Und dann, was haben wir hier noch? Gar nichts. Erstmal hier noch alles wieder. Ah, verdammt! Scheiße! Ah, das ist so ein Scheiß, aber auch. Habe ich jetzt glatt eine übersehen. Okay, die haben wir. So, jetzt werde ich erstmal die alle hier erstmal entschärfen. Ich meine, jetzt mal abgesehen von diesem blöden Fehltritt eben gerade, kann ich ja eigentlich ja den Fallen leichter ausweichen. Aber Ashley ist ja eigentlich manchmal wirklich so doof und die tappt ja blindlings da rein. Okay, holen wir sie erstmal her. Wir können ja mal nach ihr pfeifen, dann kommt sie ja auch schon hier rangelaufen. Ich denke mal, dürfte ja eigentlich auch so schnell mehr hier nichts passieren. So, oh, Leiter umwerfen, ja, auch nicht verkehrt. So, alles klar. Da können wir wieder aufstellen. So, und... What? Oh, ja, das kann manchmal auch vorkommen. Also, wenn man die Kamera ein bisschen so ausrichtet und so mal direkt unter Ashley steht, kann man nämlich manchmal ein bisschen unter ihrem Rock gucken, aber das merkt sie ja natürlich sofort. Egal, fangen wir sie auf. Das ist ja natürlich also so ein netter kleiner Gag zwischendurch. Für all die Perversen unter euch. Naja, egal. So. Ashley wird jetzt erstmal hier mal uns das Tor von der anderen Seite aus öffnen. Ja, sehr gut. Mann, die Kleine taugt ja doch zu etwas. Das ist ja wunderbar. So, und nun ja, sind wir jetzt erstmal hier. Ashley ist leider immer noch ein wenig verletzt und da ist der Händler. Was macht der denn hier? Ja, und man muss sich den ja auch mal genau ansehen. Jetzt hier momentan ist es ein bisschen schwer zu erkennen. Das mache ich mal, wenn ich hier jetzt mal das Sturmgewehr anlege. Dann kann man ihm jetzt wirklich hier genauer in die Augen sehen. Kann man nämlich ja erkennen, die leuchten ja ebenfalls so rot. Was ja mit anderen Worten heißt, er ist ebenfalls infiziert. Scheint allerdings ja noch einigermaßen bei Verstand zu sein. Welcome. Alles klar, haben wir eigentlich überhaupt was Schickes hier noch? Sieht eigentlich nicht so aus, als ob wir jetzt noch irgendwie was Besonderes hätten. So, hier können wir auch noch was kaufen, aber ich will ja nichts. Und tunen? Ja, könnte ich jetzt das Sturmgewehr tunen, aber das will ich ja nicht. Nee, nee, das ist auch sowieso nicht allzu nötig. Ich meine, das Sturmgewehr selber hat ja eigentlich schon noch ziemlich gut Power drauf. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht. Ah, hier untersuchen. Ja, Feuerkraft 4.0. Gucken wir mal die hier. Feuerkraft 5.0. Na gut, also meine Schrotflinte hat schon wesentlich mehr Schusskraft drauf. Und hier 1.8 für die Red 9 mit der Schulterstütze drauf. Ja, sieht eigentlich schon ziemlich interessant aus. Na gut, ich rüste dann mal jetzt gleich hier wieder aus. Aber eigentlich müsste es ja schon so sein, also ab dem nächsten Kapitel komme ich ja in ein komplett neues Gebiet. Oder so? Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Na super. Tja, anscheinend will wohl jemand, dass wir nicht hier gehen. Ja, so sieht's nun mal aus. Und ja. Oh ja, das sieht eigentlich ja hier nach ziemlich fiesem Mob aus. What are we gonna do, Leon? Hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Naja,
Wenn ein wütender Mob mit Fackeln und Missgabeln hinter dir her ist, kann das nie gut sein. Leon! Ah, Luis. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Spielen tue ich schon die ganze Zeit, aber jetzt machen wir mal richtig ernst hier. Okay, wir haben hier gelbes Kraut. Wunderbar. Hab ich ja gleich schon mal hier was für den Notfall parat und ja, am besten, ich werde uns hier mal ein bisschen verbarrikadieren, oder? Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu weit geschoben, aber das macht ja nichts. Einigermaßen hält das schon aus. Okay, und das hier auch noch schnell. Okay, und dann hatte ich hier noch rotes Kraut eben gerade gesehen. Das nehme ich am besten auch mal schnell mit. Und, oh, Schrotmunition. Okay, die ist noch voll. Red 9 ist auch voll. Ja, Sturmgewehr. Och, kann ich so lassen, wie es ist. Das verkaufe ich ja eh bald. So, und nun? Alles klar. Okay, nehme ich jetzt mal noch hier schnell das ganze Zeug mit und ich habe keinen Platz mehr. So ein Scheiß, wieso habe ich jetzt keinen Platz mehr? Alter! Na gut, habe ich wohl keine andere Wahl. Warte mal. Oh, dann sage ich euch, das kann ich hier auch mit so kombinieren. Das ist schon mal hilfreich. Ein wenig zumindest. Okay, dann packe ich den erstmal so rein. So. So, in den Schrank. Ja. Ashley versteckt sich hier irgendwo. Ja, wahrscheinlich in dem Schrank. Würde ich mal sagen. Ach, schon wieder eine Brandgranate. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, Alter, wo soll ich mit dem Zeug hier bloß hin? Das ist echt übel. Gut, dann muss ich das erstmal so versuchen. Das wird schon irgendwie hinhauen. So, und dann hatte ich hier noch ein grünes Kraut gesehen. So, und das kombiniere ich jetzt mit dem... Ja... Rot-Gelben da unten. Wir nehmen jetzt erstmal schon mal zwei Vollheilungen mit plus Lebenskrafterweiterung. So, und so wie es aussieht, hat Luis hier unten schon seinen Spaß. Oh ja, und wie? Und ach du Scheiße, Mann! Ah, das ist doch echt nicht wahr. Okay, Schrotgewehrmunition, da kann ich ja erstmal die erst noch eine Weile ausrüsten. Warte mal, die kann ich ja nicht mitnehmen. So ein Dreck. Oh, fuck. Alter! Okay, da muss ich wohl jetzt hier wohl mal wieder die Blendgranate zünden. So, Luis, schütz deine Augen! Ist klar. Ja, wenn du es sagst. Oh, ich sehe schon, da ist ja noch so ein Typ hier. Da sind noch mehr rein mit Parasiten dran. So, okay, das ist kein Problem. Mit denen werden wir ohne Probleme hier fertig. Ah, Mann. Okay, langsam wird es jetzt echt hässlich. Ah.
Aber immerhin, eine Blendgranate habe ich hier sogar wieder. Oh, fuck. Jetzt wird's richtig brutal hier, ey. Erstmal einiges an Schwimmholzungen hier schön dabei. Oh, und weg da! Ihr kommt hier nicht rein. Kommst hier nicht rein. Du auch nicht. Ist recht nicht so. So, erstmal hier mal das ganze Zeug mitnehmen, Alter! Verdammte Scheiße! Oh, fuck. Alter. Dass das so weit reicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, nein. Oh, oh, shit. Okay, das war's für mich. Na gut, dann also nochmal auf ein neues. Yeah, verdammt. Tja, das lief natürlich nicht so toll. Dann versuchen wir es eben halt noch ein weiteres Mal. Und dieses Mal kann ich es sogar skippen. Muss ja eigentlich nicht sein, dass ich mir das hier alles nochmal anhören muss. So, und los geht's. So, Mann, Mann. Lief ja natürlich echt nicht super. So, gut. Erstmal wieder mal hier alles schön verbarrikadieren, damit wir ein wenig Zeit haben. Oh, Mann, ey. So. Ich frage mich eigentlich jetzt ganz spontan, ob eigentlich Louis hier sterben kann. Also wenn die ihn jetzt eigentlich hier mal so erwischen, ob das dann eigentlich halt wirklich dann hier auch vorbei ist. Aber, naja, ich schätze mal, für diesen Kampf speziell hat er irgendwie sowas wie einen God-Modus oder so. Was weiß ich. So, nehme ich da erstmal die hier mit. Oh, ja, richtig, das war ja die Geschichte hier. Genau, ich habe ja wieder hier keinen Platz in dem Inventar. Mann, was ich auch hier alles immer für Zeug mit mir rumstelle. Also da muss ich echt schon sagen, ich bin wirklich echt verdammt sparsam bisher gewesen. Okay, warte mal, kann ich, das ist eine normale Granate. Mit der kann ich momentan nichts anfangen. Brandgranate, aber wenigstens das kriegt nämlich mit. Oder? Warte mal, ich hatte ja irgendwo wieder Platz gehabt, wie ich... Wenn ich das jetzt richtig sehe. So, erstmal hier kombinieren. Okay, aber... Ja, wie stelle ich das jetzt am besten an? Also ich habe noch Platz für eine Granate. Aber welche ist jetzt da die bessere? Die Brand oder die normale? Na, ich nehme erstmal die Brandgranate. Die andere kann ich später dann auch noch holen. So, und wie sieht es jetzt hier unten aus? Oh ja, die kommen rein. So, okay. Läuft ja gar nicht schlecht. Läuft ja gar nicht schlecht dieses Mal. Und du bleib unten, Mann. Oh, fuck. Ja, mehr oder weniger. Noch so ein Treffer und das war's mit mir. So, ich benutze mal das hier. Oh, fuck. Mal wieder nachladen, damit ich wieder genug habe. Ja, kleinen Augenblick, ich komme gleich sofort nach oben. So. Wäre echt Verschwendung, wenn ich das hier liegen lassen würde, nicht wahr? So, aus dem Weg, bitte.
So, alles klar. Läuft's gut? Oder braucht einer Hilfe? Oh, Mann. Oh Mann, hier liegt ja noch so viel schönes Geld herum. Das kann ich ja nicht einfach so hier liegen lassen. So, okay. Der ist zerpeftet. Und ist es bald Schluss hier? Okay, danke. Das hört ja echt nie auf, wie es aussieht. Boah, okay, da sind jetzt mehr als einer von diesen Typen mit den zerplatzten Parasitenköpfen. Also, erstmal hier schön. So, okay, jetzt denke ich mal, kann ich mal wieder die Red 9 benutzen. Ja, war nicht verkehrt. Wo ich eigentlich hier so schön viel Schrotmunition bekomme, also da lohnt es sich ja richtig eigentlich erstmal hier ordentlich was wegzuballern und Alter, sag mal, geht's noch? Weg mit euch! Alles klar. Die geben auf, wie es scheint. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Ja, toll. Haut der einfach mal ab. Ja, und das ist das Ende von Kapitel 2.2. Freunde, ich würde mal sagen, das ist auch eine gute Gelegenheit, um hier mal den Part zu beenden. Ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Resident Evil 4. Bis dann und tschüss.